Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und zwar im Tal der Yetis, das DLC. Und falls ihr euch wundert, also ich bin erstmal der Onkel, ne, von GamersCheckLP und mache hier ein Projekt zu Far Cry und so und habe jetzt das schon durch und mache jetzt ein DLC. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier im Optionsmenü bzw. im Pausemenü anfange, das liegt daran, dass kurz vor unserer Nase ein Yeti steht. Und wir diesen jetzt natürlich wegknallen müssen und wir jetzt schnell reagieren müssen und das machen wir jetzt mal. Ich will jetzt wissen, was man hier rausbekommt, weil die lösen sich nämlich auf. Yeti-Herz. Jetzt löst das sich auf. Wahnsinn. Was kann man denn von einem Yeti-Herz basteln? Keine Ahnung. Jedenfalls scheint hier so ein Yeti-Spawn-Punkt zu sein. Mit heimlich mal ins Lager schnell. Mann. So hoch mit uns. Das sag ich so oft. Den ganzen Let's Play über. Na, hier gibt's was für uns. Ich brauche eine neue Waffe. Die wir in dem Falle nicht wollen. Ja, jetzt steht natürlich erstmal die ganze Munition nach. So, falls ihr nicht mitbekommen habt, was der Sinn dieses DLCs ist, und zwar sind wir hier im Tal der Yetis und haben dort eine Basis, die wir ausbauen können und müssen dann immer Nächte überleben, wo uns dann irgendwelche Angreifer angreifen. Und ja. Und wir müssen dazu diese Mission machen, um eben uns immer weiter zu upgraden. Was mich gerade so ein bisschen irritiert ist, dass es da hoch auch noch geht, aber ich nichts finde, wo ich hier hochkommen könnte. Ne, jetzt keine Spirenskin. Okay, wir haben hier wieder ein Bergsteigen. Die Jünger erreichen ein MG-Nest hoch oben an einem Aussichtspunkt. Erklimme steile Klippen, um die MGs zu finden und zu bergen. Wird freigeschaltet, Upgrade festes Südseiten-MG, kostenlos. Okay. Ich kann irgendwas. Ach ne, Fertigkeiten. Oh ja, ich kann jetzt das machen.
Prey Detect Down, juhu. Das kostet alles ein bisschen weniger, keine Ahnung. Wird vielleicht noch vom Vorteil sein. Wenn wir... Ach, da drüben. Aua. Nee, das war nicht so gut. Schweben wir noch ein bisschen. Schweben wir mal. Hm. Genau das. So muss das funktionieren. So, wir könnten. Wir müssen aber auch darauf. Ich denke mal, das wird dann später von. Oh, das macht Spaß jetzt. Hepa. Boah. Haben wir hier irgendwas? Nö. Dann müssen wir hier hoch. Solange es immer höher geht, ist gut. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt richtig ist, was wir hier tun. Ich habe irgendwie gerade ein Gefühl... Oh, da drüben das. Alter. Jetzt klettern wir hier wieder runter. Hippa. Fuck. Wow. Wow, hoch mit uns. Okay. Ah, ich glaube, wir sind da. Zack, Upgrade, festes, ja, ja. Wie es funktioniert, wissen wir ja. Rudel Wölfe da hinten schon wieder. Ich würde es echt mögen, wenn die auch... Naja, okay. Wir haben wieder Upgrade-Punkte. Wir haben wieder Upgrade-Punkte. So, ein Upgrade-Punkt noch. Herstellung. Dun dun dun. Okay, wir gucken kurz hier mal in die Richtung, wo wir hin. Da. Machen wir gleich dahin mal. Dahin. Wo ist das? Da. Ja. Hinunter ins Tal.
Aber hier stehen auch Kisten. Whatever. Ach da. Oder da renne ich doch noch mal ein bisschen zurück. Weil durch Kisten kriegt man ja Fälle und durch Fälle kann man sich dann aufrüsten. So. Puh. Da sind wir ja hier richtig. Zum Lesen. Kamelchs wissenschaftliches Tagebuch 3. Die Wirkung der Substanz, auch wenn sie ursprünglich unterhaltend war, könnte potenziell ein Problem für diese Expedition darstellen. Die Männer scheinen den Rauschzustand zu genießen, den der Kontakt mit der Substanz beim Sammeln von Proben für meine Experimente hervorruft. Das hat sich unter den Männern schnell herumgesprochen und viele suchen die Höhlen in ihrer Freizeit auf. Upgrade-Aufgabe, Kiste, MG, RMG. Na, dann wollen wir mal. Upgrade-Aufgabe, Fracht, ja. Was? Aber ist doch noch eine Kiste. Und eine Pistole oder so. Macht die es dann wohl neu? Na, die habe ich doch geöffnet, nicht? Dann habe ich die eben nicht geöffnet. Und hoch den Berg. Was wir aus Far Cry 4 kennen, so lange Wiese und dann Dings ist, kann man die auch hochlaufen. Wenn die Wiese weg ist. Dann kann man da auch nicht laufen. So viel zum Thema. Ah, da. Warum darf ich da nicht hoch? Warum verbietet man mir das? Sind wir schon wieder hier? Ne, doch nicht. Hm. Hier gibt es auch Kisten. Cool. Folgendes Bär. Wir können wieder herstellen. Und schon brauchen wir keinen Bär mehr. Schon brauchen wir keinen Bär mehr. So. Ja, hier eine Kiste sein. Ich kann man jetzt hier rüber zwingen. Oder hier hoch.
glaube auch fest dran, dass so ein bisschen besser ist. Okay, kommt man dann rüber, denke ich mal. Auf die andere Seite. Da oben, das ist nicht zu weit. Ach, da oben. Boah. Ah, okay. Also, wohin? Ach, hier. Boah. Hier hoch. Ich denke mal, da muss ich dann bestimmt später auch nochmal hoch, wegen so einem scheiß MG. Hab ich irgendwie so ein dummes Gefühl. Ich bin an der Spitze des Berges. Ach, Mann. Aber klar, das DLC ist ja Teil der Yetis. Also es sind da definitiv mehr Yetis. Klar. Die Frage hat sich schon vom Titel her erübrigt. Ja, Upgrade-Aufgabe. Da waren wir stehen geblieben. Ja. Na super. Dann kann es nicht einfach mal funktionieren, so wie ich das will. Meine Fresse. Komm hier mal, wenn da irgendjemand auf den Sack geht, dann mach ich das lieber gleich. Das nehme ich langsam und dann stehst du dort zwischen solchen Fässern und dann macht's Knall.
So, jetzt müssen wir eigentlich nur nach Hause. Ja, die Zeit ist rum, aber das machen wir an dem Part noch. So. Auf zur letzten Fahrt. In diesem Part. Die wird ziemlich hart. Ja. So, liebe Freunde, dann war's das jetzt für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja... Däumchen da lassen. Was ist denn das da unten? Das sind ja bloß... Könnt ihr ein Däumchen da lassen und wenn, ja, oder ein Abo oder keine Ahnung, wie ihr gerade Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und ciao.